heiße Hartmut Keiler, bin 1936 in Württemberg geboren. Zum Pfadfindern kam ich 1949, 4 Jahre nach dem Krieg, wo alles noch sehr komisch war und sehr, heute würde man sagen, primitiv. Aber es war ordentlich. Also mich hat es fasziniert. Da ist alles toll. Auch wenn es 3 Tage regnet und du fast versaufst. Insofern war das Jamboree das erste natürlich sehr eindrucksvoll. Bin dann schon als ganz junger, mit 33, damals war ich jung, für das ins Europakomitee das erste Mal gewählt worden. Und dann 71 mit 35 schon ins Weltkomitee. Und der nächstälteste im Weltkomitee war 62, aufwärts. I'm Craig Turkey, I'm the chairperson of the World Scout Committee, and I have the honor of heading up a team of 27 people, volunteers in the World Scout Committee, who are charged with the development and growth of the movement. And they have a triennial plan, which is agreed by the World Scout Conference, which is our guiding document. Ich bin Chrissy, ich komme aus dem Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder und war dort ganz lange auf Bundesebene und im Landesverband aktiv, vor allem im Internationalen. Und seit 2 Jahren engagiere ich mich bei WASM in einer Arbeitsgruppe, die sich um Kommunikation und Partnerschaften auf Weltebene kümmert. My name is Ahmed Lendawi and I serve as the Secretary General of the World Organization of the Scout Movement, as a Secretary General tasked with the responsibility of serving the membership and working with the World Scout Committee and administrating the World Scout Bureau so we can deliver in the expectations placed on us from a triennium to another. WASM in einem Satz. WASM ist die Weltorganisation der Pfadfinderinnen und Pfadfinder, die mehr als 50 Millionen Mitglieder über die ganze Welt verstreut zählt. It's a federation that brings together 170 national scout organizations under one umbrella. Warum braucht es denn WASM? Es gibt in ganz vielen Ländern auf der Welt Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Die haben alle ein gemeinsames Verständnis, eine gemeinsame Wurzel. Das Pfadfinderversprechen und die Pfadi-Regeln. Und trotzdem wird in jedem Land der Erde Pfadfinden ein bisschen anders gelebt. Und die Weltorganisation der Pfadfinderinnen und Pfadfinder ist der Raum, in dem sich die verschiedenen Länder über ihre Pfadi-Kulturen austauschen können. Und wenn wir uns gemeinsam zusammenschließen, dann können wir über diesen Weltverband ganz anders unsere Stimme erheben. So today as a movement we have something called the Strategy for Scouting, Vision 2023, which was agreed by national scout organizations at our conference in 2014. And that Strategy for Scouting, Vision 2023, calls for us to do a number of things, including our growth. Growth is a big focus for us over a number of years. The World Scout Jamboree is a crown jewel of our world events, where it comes once every 4 years. We are bringing the entire World Scout movement, I don't dare to say, we bring the entire world, in fact, together for 12 days of adventure, of friendship, of displaying the unity, continuity and diversity of the World Scout Movement. Das ist halt eine Sache, die du normalerweise persönlich einmal hast im Leben, und das ist ein Riesenglück. Also dies einmal machen, diese für ihr Leben haben. Und das ist wichtig. Ist der Ort, an dem unsere Zielgruppe von jungen Menschen zwischen 14 und 18 zusammenkommt und in einem ganz, ganz kleinen geografischen Bereich die ganze Welt als Kosmos zusammenkommt. Well, the World Scout Jamboree, this one here, the Bechtel Summit, is a Jamboree which the co-hosts believe is one of the most sustainable. It's true to say, I think, that a number of participants here have been learning more about what we need to do as a movement in our global development village, learning about some of the sustainable development goals, and our hope is that they can take some inspiration from this Jamboree and put into action when they go home. Ich glaube, ein Teil von Nachhaltigkeit ist es zu überlegen, wofür ich meine Ressourcen einsetze und das meistmöglichste mit diesem Ressourceneinsatz zu machen. Ich glaube, es gibt wenig Momente in der Weltpfadfinderei, die es so sehr verdienen, einen Platz zu bekommen in unserem Programm, wie ein Weltpfadfindertreffen. Denn die Leute, die zurückkommen, die das einmal erlebt haben, die das mehrmals erlebt haben, für die ist das eine Erfahrung, die sie über Jahre hinweg weiterträgt. Equipped with new knowledge and new skills and new connections. New knowledge about the issues and new connections, where I think people increasingly understand that we're living in a world of increased interdependence, not independence, and that we're all connected in some way. Wir lernen mit jedem Jamboree dazu, wo es Möglichkeiten gibt, nachhaltiger zu handeln. Sicherlich gibt es einige logistische Grenzen, die man eben hat, wenn man West Virginias zweitgrößte Stadt einfach aus dem Boden stampft.
Nichtsdestotrotz ist das Bewusstsein da, ist das Commitment da zu sagen, das ist ein wichtiges Anliegen für Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Und deswegen glaube ich, dass wir in den Möglichkeiten, die wir in West Virginia hier haben, vieles, vieles möglich gemacht haben, vieles Gutes ausprobiert haben, was wir über die nächsten Jamborees mitnehmen können. I would maybe add on the sustainability agenda, one of the most exciting things that we're seeing as we visit National Scout organizations and engaging with young people is their awareness of the Sustainable Development Goals and their concern that we're not making enough progress. And when I say we, I mean all of us, not just Scouts. And I think that's really encouraging. It should give us some cause for optimism. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.